Moin moin Freunde, ich bin Dennis, wir sind hier auf Nerd Taste und das neue Format Nerd Check mit der Mystery Loot geht am Start und los geht's. Ja, was ist Nerd Check? Nerd Check ist ganz kurz gesagt Comic Reviews, Unboxings, Film Reviews. Die besten, schlechtesten Filme, so alles vereint, das werdet ihr nochmal jemand sehen hier auf dem Kanal. Wir müssen was vereinfachen, dass ihr ein bisschen mehr ins Gehirn gebrannt bekommt. Ja, und daher ist natürlich das Unboxing für diese Mystery Loot Box gar nicht schlecht. Die ist jetzt seit Juli oder so, ist sie auf dem Markt. Das soll der Premium-Lieferant sein dieser Boxen in Europa und in der Schweiz. Wollen wir nochmal gucken, ob das überhaupt so stimmt, ihr beiden. Ja, und ich bin jetzt YouTube-Partner von den beiden und versuche natürlich so mit diese Box, diese neue Box, weil, was ja nicht schlecht ist, man versucht immer diese uns zu unterstützen, auf jeden Fall irgendwie weiterzubringen, dass wir vielleicht was ändern können oder halt mehr aufbauen können, irgendwie in diese Richtung. Man hat natürlich gesehen, dass viele Firmen in letzter Zeit, sagen wir mal, ja, gegen die Wand gefahren sind, ist einfach so. Es gibt halt noch so wenige wie Get Digital in diesem Deutschland, was gibt's noch? Natürlich King's Loot und Loot Chest. Ja, das wisst ihr ja. Die Box kostet 36 Euro bis 46 Euro, kein Abo und ihr könnt die jeden Monat kaufen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, noch irgendwelche Asia-Boxen zu holen, Retro-Boxen, Candy-Boxen, Erotik-Boxen. Ich laber schon wieder zu viel und würde sagen, wir beginnen mit Item 1. Item 1 ist Pappe. Pappe ist sehr wertvoll und kann man sich ins Regal stellen, natürlich. Eine Dose, wie ich das hier sehe. Ja gut, das habe ich schon öfters gesehen, das hat er öfters reingemacht. Das ist Paloma Lemonade, Pink Watermelon. Ja gut, werde ich jetzt nicht trinken, weil ich auf Diät bin. Oh, das ist eine Kette. Eine Kette mit einer Uhr, oder was soll das hier sein? Ich habe gerade vergessen, Item 2 zu sagen, ne? Jetzt frage ich mich aber, was ist das, ne? Ist das irgendwas von Naruto oder ist das von irgendwie... Na, Pokémon kann es nicht sein. Ah, es ist eine Uhr. Es ist eine Uhr. Könnt ihr hier so sehen. Eine Uhr, aber kein Plan. Es steht hier kein Branding. Das war hier auch so drinne. Und es steht nur Quarz drauf. Die läuft auf jeden Fall. Ist schon mal nicht schlecht. Das erste Teil. Schon mal ein hochwertiges Teil, aber ist Geschmackssache, ne? Kommen wir zu Item 3. Item 3 ist ein... Okay, Splatoon. Splatoon ist hier drinne. Habe ich nie gespielt. Gibt es eine ganz große Fanbase. Hol den mal raus. So, das ist ein Splatoon-Kuscheltier. Ist All-Star Collection. Okay, ist irgendwas aus hier chinesisch. Ist sogar von Nintendo angeblich, steht hier drauf. Original Nintendo-Produkt. Ja, die werden ja meistens auch so 7 Euro gehandelt. 10 Euro, aber da kommen wir jetzt zum Schluss dazu. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber ist natürlich nicht mein Fall, weil ich ja selber, wie gesagt, das nie gespielt habe. So, kommen wir zu Item 4. Ist ein Lolli mit einem Smiley. Kackhaufen wäre geiler gewesen. Ne? Kackhaufen. Dann einmal Gummibärchen sind hier noch drin. Kakao-Fantasie. Habe ich auch noch nie gesehen in so einer Lootbox, muss ich mal so sagen. Ne? Ich kann man machen. Ja. Die kennt man auch. Das sind ja auch ganz normale Retro-Bonbons. Und was sind das hier? Irgendwelche Crisp und Creamy Lemon. Das sind ja die normalen, die man auch zu einem Kaffee bekommt. Und einmal Rittersport Edel Vollmilch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Süßigkeiten gehabt. Ja, da habe ich noch schon mal nachher einen verbesserungswürdigen Vorschlag. Das ist einmal das Loot-Heft. Gut, die sind am Anfang. Da muss man mal so sagen. Immerhin ist ein Loot-Heft da drin. So, jetzt sehe ich aber noch, wie das immer noch mehr Candy. Ey. Leute, was macht ihr denn? Die sind ganz cool. Die kann man... Da kommen alte Vergangenheiten hoch. Sag mal, Retro, 90er. Dann wäre es jetzt Item 5. Okay, es ist eine Figur. Und da war's das. Okay, da ist noch ein Teil drin. S-Style Nummer 1. Eine Anime-Figur im Stil von Shibi. So auf ja, wo die Japanesen, also die Japaner so ein bisschen stehen, halt auf mehr Höschen und hier und das, da keine Ahnung. Und ich kann ja natürlich nichts lesen. Kein Plan. So, dann sieht das Helm halt hier so aus. Irgendwie eine Figur, die ich nicht kenne und ja, so. Stinkt nicht. Ist ja schon mal ein Vorteil, dass es nicht stinkt. Ja, also Display in Bodenständer, ne? So, dann ist das hier leer. Ja, hier steht auch nichts drauf, gar nichts. Es ist eher auch so, ja, ganz, ganz okay hergestellt. Dann hat man hier so diesen Punkt oder was das sein soll. Okay, dann kommt das da so rein. Da könnt ihr die mal so sehen. Sie hat natürlich mega lange blaue Haare. Und, hey, ein Höschen. Ein Höschen auf jeden Fall hier, kann man sehen. Und kriegen die Leute ja alle Nasenbluten. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die...
Figur ist ja mal mega nicht so geil. Ja, aber da kommen wir gleich zu meiner Endbewertung. Und ich habe gerade gesehen, da war was von The Witcher. So, The Witcher, und da ist die Box leer. Wie gesagt, 46 Euro kostet die Box, ne? Und das ist was zu The Witcher, Wild Hunt, Witcher, Wolf Medallion. The Witcher habe ich es auch nicht gespielt. Okay, ich habe angekreuzt, dass ich was für die PS4 haben will. Was für PC oder was ich was rausgekommen ist, das kann ich nicht sagen. Da müssen wir bei anderen Leuten gucken. Und das ist dann wohl das... Wo ich sagen muss, eigentlich das beste Teil. Okay, die Uhr ist nicht schlecht. Da muss ich mal gucken, was das war. Ich glaube, das ist Pokémon. Ich glaube, das ist halt von Misty, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Aber das ist... Also, nicht mal als Witcher-Fan sieht die schon cool aus. So, da könnt ihr die sehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie der heißt. Ich meine, das Spiel wurde ja mega gehypt. Ich habe es auch nicht gespielt. Und da kommt ja bald eine Serie raus. Da wird Henry Cavill den Geralt, oder wie heißt er, spielen. So, ist ein irgendwie wohl Original-Lizenzprodukt aus United States, made in Poland. Gut, Leute. Das war ja so gesehen die Box, ne? Jetzt gucken wir mal. Ihr könnt natürlich schon jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr von der Box haltet. Ja, Leute. Ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen recherchiert, weil ich habe ja dieses Mystery Loot genommen. Und die Box ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ist jetzt nicht mega schlecht, ne? Aber so, da kommen wir nämlich mal zu. Erster Kritikpunkt auf jeden Fall, bevor wir gleich weitermachen. Dieses Lootbook, das muss scannert werden. Das geht ja mal gar nicht. Tut mir leid, ne? Das ist echt, wo ich sagen muss, ich gebe 46 Euro für die Box aus und möchte auch ein vernünftiges Lootbook haben. Sieht ein bisschen aus wie Ravensburger, ne? Und danke für die Unterstützung, finde ich natürlich auf jeden Fall nett. Kann das jetzt ausmalen, wenn ich möchte. Aber da sind die Sachen drin. Und dann habe ich natürlich jetzt gedacht, muss ich echt schlucken. Habe gedacht, okay, das glaube ich nicht. Und habe auch mal ein bisschen recherchiert, weil ihr wollt ja auch nicht verarscht werden. Ich möchte natürlich auch den Anbieter natürlich auch unterstützen. Klar, an seine... Man muss in Hand in Hand kommen. So, und das muss ich jetzt einfach so sagen. Ihr seht es teilweise hier, aber teilweise ist natürlich auch alles ausbaufähig und nimmt es einfach als positive Kritik von mir, weil ich doch sehr viele Boxen schon ausgepackt habe, ist es ausbaufähig. Macht auf jeden Fall Themen, das ist auf jeden Fall wichtig, Themen im Monat, weil so weiß niemand jemals, was ist das überhaupt, Sache hier in der Art. So, und fangen wir mal an mit der ersten Sache, wo ich sagen muss, geht gar nicht, ist der Preis viel zu hoch angesetzt, und das ist die Witcher-Kette. Die Witcher-Kette soll, ungelogen ja, 25 Euro kosten. Klar ist das in den Boxen immer ein bisschen höher, aber ich habe geguckt, die kann man für 5 bis 10 Euro bekommen, und hier ist sie auf 25 Euro datiert. Ist ein hochwertiges Teil, finde ich auch in der Box am besten, muss ich mal so sagen. Und dann gehen wir weiter zu der nächsten, da muss sie echt schlucken. Der kostet 15 Euro! 15 Euro! Echt? 16,95 Euro, also geht das in Ordnung. Ja, zweites Teil, ich habe herausgefunden, was das ist. Das ist Hearthstone, ne? World of Warcraft, dieses, ja, beliebte Hype-Game. Gut, Jo ist sehr hochwertig, muss ich ja mal sagen. Ist das Plus-Item, also ihr bezahlt jetzt 36 Euro. Ihr bekommt diese für 10 Euro dazu. Also habt ihr die eigentlich on top, weil die kostet eigentlich 10 Euro bei Amazon. Geht der Preis von 17,95 auch teilweise in Ordnung. Aber stell mal vor, du hättest die nicht genommen, dann hättest du für 36 Euro nicht diese Uhr gehabt. So, und dann kommen wir jetzt zu den letzten. Gut, Figuren sind ja meistens immer teuer, das wisst ihr ja. Das ist Hatsune Miku im Swimsuit. Und ich habe es rausgefunden, das ist Project Diva. Ich kenne sie noch nicht, aber wohl heiß beliebt. Und ich muss sagen, vom Bodypainting und diesen allen ganzen Quatsch hier, ist es nicht so die geilste Figur. Es gibt natürlich tolle Figuren von Banpresto. Banda ist gerade ein bisschen vormarschig, kriegt hier aus irgendwelchen, sagen wir mal, Automaten, Greifautomaten. Und das ist jetzt ja eine Figur für 16,99 Euro. Gut, wenn man das so bewertet, wenn ich die anderen vergleiche, geht der Preis wohl in Ordnung. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte natürlich sehr gerne eine von Son Goku gehabt oder so weiter. Für Liebhaber von Anime ist das natürlich nicht schlecht. Aber man hätte ja schon fast diese Box so als Richtung Anime nennen können. Wäre trotzdem so ein bisschen am Thema verfehlt gewesen, aber für die Zukunft mal vielleicht so als Kritikpunkt einfach annehmen, ne? Also das ist die Figur. Was sagt ihr denn zu der Figur? Habe ich einen Dachschaden oder meint ihr, das ist einfach jetzt zu penibel? Ja, die Sachen, was ich gerade gelabert hatte, und hier auf jeden Fall die Süßigkeiten. Ist ja eine nette Geste, wenn es gratis ist auf jeden Fall. Ich meine, so ein Getränk kostet glaube ich 1 Euro 50. So, Rittersport, die ganzen Kekse, ist so ein ja, nice to have, aber es sieht so ein bisschen... reingeklatscht aus, ne? Einfach reingeworfen, ohne Liebe. Nimmt das mal so ein bisschen zum Herzen, macht das in eine kleine, schöne Tüte rein, wenn ihr sowas macht. Klar, ist mehr Arbeit, aber oder macht halt nicht so viel rein, was halt sinnvoll. Ich meine, ihr habt ja auch hier Bonschen drauf gemacht und keine Kekse, ne? So sehe ich das halt in Art. Ja, das sind so ein bisschen meine Kritikpunkte. Ich muss sagen, die Box ist doch so einigermaßen jetzt nicht so schlecht ausgefallen, ist halt für mich aber eine, wo ich sagen muss, mittelmäßig, ne? Ist sehr ausbaufähig, da steckt wohl ein bisschen Potenzial drin. Wenn man ein bisschen so diese Faktoren nimmt, besseres Lootbook, Themen, ist natürlich für den Preis schon eine Premium-Box. Muss sich konkurrieren mit King's Loot, mit Digital, da müsst ihr mal überlegen, vier Sachen
für diesen Preis ist schon sehr hart an der Grenze. Ne? Ihr müsst natürlich auch Gewinn machen, das verstehe ich auch. Aber einen Mehrwert von 80 Euro sehe ich da teilweise auch nicht. Und wenn ich auch sage, okay, wenn ich sie mir gekauft hätte, ich hätte mich geärgert. Ganz ehrlich, ich hätte mich geärgert. Ich hätte gesagt, okay, die Witcher-Kette, so eine Art für so einen Mettler wie mich oder so, oder die Taschenuhr, okay, sind so mal noch Sachen, wo ich sagen muss, ja, okay, aber der Rest geht eigentlich eher in Verlosungen und Lootboxen oder was ich was nahe. Das muss ich einfach sagen, und das ist so objektiv, ist das auf jeden Fall eine große Herausforderung, nicht irgendwie unterzugehen bei den ganzen Lootboxen, und das muss ich einfach sagen, auch als YouTube-Partner, aber generell geben sich die beiden ja schon Mühe, wie muss ich das sagen, so in den Sachen auszusuchen. Ich habe so eine Sachen noch nicht gesehen in anderen Boxen, aber generell ein bisschen mehr mit Liebe, ne, für den Nerd, das wäre schon nicht schlecht. Ja, so, habe ich gut gelabert hier in der Art. Das ist die Box, 46 Euro. Könnt ihr mal reinschreiben, ist es gerechtfertigt, werdet ihr die kaufen. 5% Code ist in der Videobeschreibung drin, wenn ihr da Bock drauf habt. Und es gibt natürlich auch Retro-Boxen. Es gibt bei Björn, der hat das auch gemacht, Björns Nerd-Vlogs, Heil Mike und so weiter. Die haben die auch rausgepackt, die sind ja auch YouTube, sind ja auch YouTube-Partner auf diesen, ja, auf dieser Seite. Klar, unterstütze ich weiter gerne auf jeden Fall. Guckt mir diesen Verlauf an, wie das weitergehen wird. Und würde mich freuen, wenn ich vielleicht mal eine Retro-Box auspacken könnte oder eine Candy-Box. Und habt natürlich auch Bock drauf. Und ja, habt ihr Bock drauf? Lasst ein Abo hier, ein Like da. Und ich würde sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und bam!